Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Grand Prix 2. Wir sind ja zurück mit dem zweiten Saisonrennen. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich das hier laden konnte. Ach ja, Spielladen, genau. So, nachdem wir in Neuseeland ja zum Glück gewonnen haben, geht es jetzt nach Australien. Die Premiere auf dem Mount Panorama Circuit, das erste Mal unsere Grand Prix 2 Edition dort am Start. Ja, die Streckenlänge hat 6,876 Kilometer. In Bathurst, New South Wales, Australien liegt die Strecke ganz bekannt, auch durch das dortige Tourenwagen-Langstreckenrennen. Und da wird jetzt einmal unsere Grand Prix 2 Edition ein Rennen austragen. Wir gehen erstmal direkt in die Qualifikation rein. Da habe ich mir schon vorhin ein kleines Setup gebastelt, welches hoffentlich gut ist. Also es hat einen guten Eindruck gemacht. So sieht das aus. Ich habe mir hier bei der Getriebeübersetzung, habe ich hier mal einen Tipp von einem Zuschauer beherzigt. Der hat gesagt, zum Ende hin muss der Abstand kleiner werden hier zwischen einzelnen Übersetzungen. Das habe ich jetzt mal versucht umzusetzen. Ich glaube, es ist auch in der Realität immer so, dass hier diese Übersetzung ein bisschen größer ist und dann wird die immer kleiner. Und wir gucken mal, was wir mit diesem Setup reißen können. Grand Prix 2 Lap natürlich wieder am Start. Für alle, die diese grandiose Rennstrecke nicht kennen, jetzt einmal eine kleine Einführung in der Outlap. Die erste Lebenskurve nach dem Start ist sozusagen die Hell Corner, heißt die Höllenkurve, wenn man es wortwörtlich übersetzt. Und die führt uns direkt auf die Mountain Straight, hier diese lange Gerade. Und die heißt deshalb Mountain Straight, ihr seht das ja schon, weil es hier schön berghoch geht. Dann kommt eine Rechtskurve, das heißt Quarry. Also sozusagen Steinbruch, also ein Tagebau. Linkskurve, The Cutting. Ja, diese, was so ein bisschen aussieht wie so eine Nase oder so ein Haken. Dann kommt auch schon der erste Zeitmesspunkt. Da dieser braune, Quatsch, der graue Punkt hier. Das ist jetzt Griffin's Mount. Gefolgt von Ray Park. Hier muss man ein bisschen aufpassen in der Kurve. Frog Hollow, diese Kurve Sulman Park, folgen anschließend um die John Hicksman Visa. Dann kommt McPhillamy Park und Skyline und anschließend The Esses. Das ist jetzt der Bereich hier mit diesen Links- und Rechtskurven. Sehr schöne Überholmöglichkeiten hat man hier, wenn man es richtig anstellt. So, und dann kommt gleich nochmal eine scharfe Linkskurve, die heißt The Dipper. Gefolgt von einem leichten Linksknick, der Forest's Elbow, also der Ellbogen vom Wald, und dann die lange Gegengerade, die Conrad Straight. Hier kann man schön hoffentlich auch mal überholen oder jemanden abhängen. Geschwindigkeit im sechsten Gang 302, die Gegner sind ja ein Hauch schneller. Das ist jetzt der Chase, diese Schikane, da hatte ja mal Fabian Coulthard bei den Tourenwagen einen richtigen Horror-Crash, wenn man das so sagen darf, hat sich dort überschlagen. Mehrfach. Und jetzt die letzte Linkskurve, Murray's Corner, und dann geht's wieder auf Start und Ziel, unsere gezeitete Runde. Ich bin gespannt, ob es eine Pole Position vielleicht wird. Muss mir kurz hier meine Liste holen, meine Fahrerliste. Denn wir haben mit Jack Schulz auch einen Lokalmatadorn, der Australier Jack Schulz, in Lynx-Diensten, also vom tschechischen Team, ist hier Lokalmatador. Und deshalb sind natürlich auch viele Fans an der Rennstrecke, die ihn anfeuern. So, leicht angeschlagen links an der Bande. Das ist ein großes Problem hier an der Strecke, ein bisschen wie Monaco. Man hat kaum Auslaufzone, wenn man einmal abfliegt, dann landet man sehr wahrscheinlich in der Mauer. Muss man mal so ganz klipp und klar festhalten. Das sorgt bei den Touring Cars, nee, V8 Supercars heißen die, auch immer mal für spektakuläre Crashs und auch Abbrüche. Und auch hier links die Siemens Mobile Werbung hier in der Kurve. Auch nicht mehr ganz so aktuell, aber ich habe die jetzt nicht rauseditiert. Ist halt so der Stand, wie die Strecke bei Grand Prix 2 zur Verfügung gestellt wurde. Auf der Webseite grandprix2.de könnt ihr viele Strecken, Mods, Carsets und so weiter herunterladen. Uiuiui, leicht im Kiesbett. Eieiei, da hat es uns ein bisschen ausgehoben. Zum Glück konnten wir das halten. Hier kommt es nochmal ganz fix in der Wiederholung. Da sehen wir auch nochmal, wie wir schön die Conrad Straight hinabfahren.
Und dann kommt die Stelle, wo es uns aushebt. Die Replay-Zeit ist immer noch relativ lang. Ist halt so, aber... Achtung, jetzt kommt's. Hier. Bäm. Oh, schön auf zwei Rädern ein Stück gefahren. Das feiern die Fans natürlich auch, wenn das extrem Zeit kostet. Ja. 1:47.425, was letztes Jahr die Pole-Zeit war, kann ich natürlich nicht sagen, weil da ja noch auf der anderen Strecke gefahren ist, aber wir werden auf jeden Fall nochmal eine zweite Runde nachlegen, weil wir sicherlich gucken müssen, was die Gegner für Zeiten fahren. Da warte ich eigentlich, dass oben mal eine Einwendung kommt. Lukas Alexandridis war der jetzt schon im Ziel. Er war eine Sekunde langsamer. Okay, jetzt haben wir erstmal 4 Zehntel gut gemacht. Oben auf dem Berggipfel, nenne ich es mal. Man fährt ja hoch und dann wieder runter. Hier am Mount Panorama. Sogar die Schikane ist ein bisschen gemein. Da muss man aus den Blinden sozusagen anbremsen. Na, hier habe ich jetzt nicht ganz die Ideallinie getroffen. Schon eher anspruchsvoll hier oben, dieser Kurven-Zickzack-Teil der Strecke. Jetzt wird es wieder so ein bisschen eintönig, wenn man bloß aufs Gaspedal drücken muss. Oh, eine Zehntel verloren, aber immerhin noch 3 Zehntel im Plus, im Minus schneller ungefähr. Gucken wir mal, was das bedeutet gleich. Ich denke mal, hier dieser Ausrutscher, der hat bestimmt auch Zeit gekostet. Ja, der ist aus dem dritten in den vierten Gang. Nee, das klang gerade nur so. Aus dem dritten in den vierten Gang klang er gerade ein bisschen träge. Jetzt haben wir eine 1:46.474 gefahren. Warum blendet denn der das jetzt nicht dort ein? Halt, was mache ich jetzt? Moment, ich muss wieder auf unseren zurückgehen. Ui, angeeckt. Na gut, das ist jetzt eh egal. Komm zurück an die Box. Ist hinter uns jetzt jemand? Louis Bonnet. Fahren zurück an die Box und gucken wir mal, ob vielleicht Jack Schulz, der Lokalmatador, der Australier in Lynx-Diensten hier gerade auf der Strecke ist, damit wir für die Zuschauer zu Hause in Australien auch mal ein paar Bilder von ihm zeigen können. Das erste Rennen in Neuseeland, das haben wir ja gewonnen, also guter Saisonbeginn. So muss es sein, hoffentlich setzt sich das so weiter, gerade auf den schwierigen Strecken. Das wäre der erste Sieg in Neuseeland überhaupt, sonst haben wir ja bisher nur nach Penaliven beendet. Und ja, es macht Mut für Strecken wie Indonesien, Tschechien und so weiter, wo wir eher mies abgeschnitten haben, dass es da vielleicht dieses Jahr auch ein bisschen besser läuft. Aber jetzt geht's erstmal in die Box. Die ist hier links, die Einfahrt. Ui, 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 ui. Fast noch angeeckt. Oh, das ist ja, was ist denn das hier? Geht ja gar nicht, dieses Gezupple. Und unsere Box ist so halb im Gras. Was haben sie denn da gemacht? Jetzt suchen wir mal Jacques Schulz oder Jack Schulz. Ich sage immer Jacques als kleine Anspielung auf den legendären Sky-Kommentator. Tu mal was nehmen. Nee, der ist nicht. Ist anscheinend nicht unterwegs. Jetzt kommen sie alle in die Box. Robert Ashford kommt in die Box. Alexander Djokov. Branstein auch. Die haben alle ihre Runden gefahren. Kommen an die Box. Der Ferrari von Igor Rawowski folgt. Erik von Acevedo auch an der Fallen aus. Michael Kavanach vom Paptor-Team wird wahrscheinlich auch in die Box fahren. Jo. Können wir gleich mal gucken, ob die Boxeneinfahrt klappt. Das ist ja bei diesen modifizierten Strecken auch immer ein Thema, wenn man das auf anderen Slots einstellt als empfohlen. Aber nee, es funktioniert. Alle finden ihre Box seit Barada und Juan Cortero mit Getriebeschaden in The Chase auch noch abgeflogen. Der erste Ausfall hier am diesem Wochenende, Getriebeschaden, und wenn das hier in The Chase passiert oder nach der langen Conradsdale straight, fliegt man natürlich ab. Hier kommt's nochmal. Bam, geradeaus. Da geht nichts mehr und eingeschlagen, aber ihm ist nichts passiert. Hier wird er abgeschleppt. Der erste technische Defekt, der zu einem
Unfall führte. Ja, wer steht in der Box? Da fährt gerade einer raus. James Collins. Wie gesagt, hier steht Jack Schulz. Vielleicht fährt er gleich raus. Hier sieht man aktuell die Zeiten. WTH Marke wieder 1,49. Das ist, wenn ich das jetzt richtig sehe, 2,5 Sekunden langsamer ungefähr als unsere Polezeit. Noch 5 Minuten Restzeit. 2 sind jetzt draußen. Vielleicht können wir die mal einfangen. Hier ist Antonio Martinova für euch, der jetzt oben hinauffährt. Auf den oberen Teil der Rennstrecke. Gefolgt von James Collins, der äußerst sympathische Ire, mit der Startnummer 23 vom Pop-Tour-Team. Halldór Hjörleifsson, der Isländer, gefolgt dann dahinter. Und Luciano Zambrotti im Ferrari. Ruben Mellixen auch natürlich angereist nach Australien, auch wenn der Weg aus die Niederlanden natürlich wirklich sehr lang ist. Man fliegt da wirklich sehr lange und muss da auch irgendwie ein, zwei Mal umsteigen. Hier ist er jetzt, der Lokalmatador Jack Schulz. Und die Tribünen, falls hier welche sind, hier sind sehr viele Naturtribünen. Da kommt jetzt Stimmung, Laute, Unterstützung und natürlich die üblichen Tröten und was es da alles für Geräusche zu machen gibt, um ihren Lieblingsfahrer hier anzufeuern. Hier fährt er. Wir bleiben einfach mal bei ihm drauf. Gucken mal, was er für eine Runde fährt. Das ist jetzt wahrscheinlich erstmal seine Outlap. Aber wir bleiben mal bei seiner gezeiteten Runde einfach mal mit drauf und gucken uns an, was er für eine Zeit fährt, damit nicht nur Driver's Name hier gezeigt wird, sondern auch mal andere Fahrer so ein bisschen präsentiert werden, finde ich. Ist ja auch Werbung für die, nicht wahr? So, er ist aktuell 16., was aber daran liegt, dass er noch keine gezeitete Runde hat. Hinter ihm fährt Haya Yoga Keiji und dann kommt Uday Khan. Aber ich freue mich schon jetzt auf seine gezeitete Runde. Jetzt geht es nochmal in die Chase. Da müssen die Reifen natürlich jetzt schon warm sein an der Stelle, sonst wird das nichts mit einer guten Runde. Und dann schauen wir einmal, welche Zeit er hier zustande bringt, der gute Jack. Mit seinem Skoda-Motor. Und jetzt geht es gleich über die Startziellinie und die Runde zählt. Ich bin gespannt, was er zustande bringt. So, der erste Sektor ist gleich vorbei. Wir können auch nicht abschätzen, welche Zeit er gefahren hat. Im ersten Sektor müssen wir wirklich erst durch die Zeitschranke fahren. Und das ist jetzt gleich. Und dann gucken wir mal, ob es vielleicht eine gute Startplatzierung werden könnte. Oh, 6,5 Zehntel langsamer. Aber wir waren ja auch eine Sekunde schneller als der Zweitplatzierte ungefähr. Da kann er vielleicht noch ein bisschen Gas geben. Weiß ja nicht, was er für eine Einstellung hat, ob er eher auf Geschwindigkeit geht, dann für die lange Gerade, ob er da vielleicht noch Zeit gut macht oder ob er eher ein Setup hier für diese Kurven hat, um da schnell durchzufahren mit viel Abtrieb. Das weiß man ja immer nicht. Ich hoffe, das langweilt euch jetzt nicht so, wenn ich hier einfach mal auf KI-Spieler zeige. Jetzt die erste Zeit, jetzt hat er nur noch, nee, jetzt hat er ein Viertel, Quatsch, ein Viertel, ein Vierzehntel, hat jetzt also schon eine Sekunde und ein Zehntel Rückstand auf unsere Zeit. Ich glaube, das wird keine gute Zeit. Aktuell ist er als 20. gewertet. Das kann also nur eine Verbesserung werden. Wenn er sich hier nicht qualifizieren würde, das wäre schon bitter, eine bittere Angelegenheit für ihn und auch für seine Fans, die dann ganz umsonst hierher gekommen sind. Und jetzt bin ich mal gespannt, welche Zeit er hier fährt. Oh, eine Verbesserung auf den 6. Platz. Jetzt auf den 7. Platz, ja, eine 1,46,988, also unter der 1,47er Marke geblieben. Jetzt steht er 2., was habe ich da jetzt gedrückt? Ne, 7., okay, 7., das könnte... Ne, hier steht es 1,47,674, was habe ich denn da jetzt gemacht?
8er, 1,47, 6,74, ja, das ist eigentlich eine gute Zeit. 8er Platz ist er aktuell. Ich denke mal, damit dürfte er sich sicher qualifizieren. Und wir gehen jetzt mal in den Zeitraffer rein. Aktuelle Zeiten des Laufes. Jacques Schulz hat seinen 8. Platz behalten. Wir haben den 1. Platz hier aktuell in der ersten Qualifikationssitzung eingenommen. Und ganz hinten ist Jim Nowdowski und Wedi Hamaki, weil Jim Nowdowski keine Zeit gefahren hat. Tja, das ist natürlich eine bittere Sache. Und jetzt gehen wir in das Samstags-Quali-Training. Ich mache bloß neue Reifen drauf. Ich werde jetzt... Ach, warte mal, ich mache einfach die Reifen. Wir fahren einfach nochmal eine Runde, würde ich sagen. Vielleicht können wir die Zeit nochmal toppen. Wenn nicht, dann halt nicht. Nur damit das Training auch sinnvoll genutzt wird. Viele Grüße natürlich an der Stelle, wie immer, an den Michael Beißler, an Valvorik und an alle Zuschauer, die dieses Grand Prix 2 Let's Play schauen und auch gerne schauen. Hier sind wir weit rausgekommen, aber es ist ja erst die Aufwärmrunde. Ich bin gespannt, wie viele Runden wir fahren müssen. Da stand irgendwas von 99 und bei 15%. Da können wir schon wieder 15 Runden werden, aber es wäre ja in Australien nicht anders. 15 Runden hier auf dem Kurs, das wäre schon heftig. Müssen wir einmal gucken, was dann die Runden an Zeige sagt. Abflug! Um Gottes Willen! Was ist denn jetzt so? Sind die Reifen schon durch? Oder? Kann natürlich sein, wenn man durch den Dreck gefahren ist, dass dann der Grip automatisch runtergeht. Ob das so programmiert ist, das Spiel, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Was macht manchmal so den Eindruck, wenn ich ehrlich sein soll? Alexander Djurkov, Robert Ashford, Lucas Alexandridis, der Grieche. Ich glaube, die europäischen Fahrer, die haben ja mit die längste Anreise. Die für die Japaner, Kanadier und US-Amerikaner ist ja fast schon ein kleiner Katzensprung. Die einfach den Pazifik runter. Ja, die Europäer, die müssen ja ganz schön über die halbe Welt fahren, reisen. Ich glaube, für die Finne, für Wedi Hamaki in Finn ist es noch länger. Oder von Harald Hörlefsson, der muss ja von ganz aus dem hohen Norden kommen, ist ja der Wahnsinn. Was sie da für Anreisestrecken haben. Mexiko ist auch ziemlich kurz, Kanastral ist auch ein bisschen kürzer als von Europa. Aber die Leute machen das gern, weil die dann ihren Spaß haben hier mit Rennfahren. Da kann man auch mal solche langen Strecken auf sich nehmen. So, das ist mal angeeckt, das wird also wahrscheinlich keine gute Zeit. 36,44. Ich glaube, das ist wirklich so, dass die Räder jetzt, die Reifen jetzt tot sind. Nach den 5 Quali-Runden aus dem Freitagstraining. Jedenfalls fühlt sich das so an. Hier sind wir gerade mal geradeaus gefahren, obwohl ich eigentlich gebremst habe. Na komm, lassen wir das. Fahren wir in die Box. Ich habe da eigentlich gebremst und irgendwie... Ja, guck mal, da passiert überhaupt nichts mehr. Was macht denn da jetzt? Das Setup ist so das Gleiche. Bloß die alten Reifen sind drauf. Lassen die wirklich so extrem hier nach? Ist ja nicht zu glauben. So, wer ist jetzt hinter uns? Djurkov, den lassen wir mal vorbei. Komm, fahr vorbei. Und ja, es ist ja nicht ganz das allererste Rennen hier auf dem Mont Panorama Circuit. Es ist zwar für eine Saison die Premiere, aber es gab ja auf meinem Kanal schon mal ein Rennen hier auf dem Mont Panorama Circuit. Der ein oder andere hat das Video vielleicht gesehen. Ich werde es mal als Empfehlung jetzt mal oben reinknallen lassen. Uiuiui, Dreher, hoffentlich kommt da keiner. Da müssen wir warten, bis frei ist. Und da gab es ja bei diesem ersten Rennen, das war ja noch mit einem realistischen 2010er oder 2012er Car-Set, gab es ja diesen Horrorunfall, wo die zu dritt nebeneinander die Conrad Straight runtergefahren sind und dann halt wurde es eng vor der Chase und dann ist einer brutal abgeflogen. Ja, dramatisch. So, hier haben wir mal den Zeitraffer rein. Michael Kavanagh jetzt mit der 1,47255.
Führender, wo ist denn Jack Schulz? Auf der 7 und für uns ist das natürlich wie so oft die Pole Position. Ja, die Pole Position gucken wir uns dann an. Wir machen erstmal den obligatorischen Speicher. An der Stelle nochmal viele Grüße an den Michael Beißler, der auch gern 5000 Mal speichert. Ich will mir das jetzt so ein bisschen abgewöhnen, das heißt, ich mache es nur 3 Mal, weil alle guten Dinge sind 3. Ich weiß auch nicht, was das für eine Macke ist, hier so oft speichern zu wollen, aber ist auch egal, wir gehen jetzt ins Rennen und gucken uns einfach mal die Startaufstellung an. Wir sind auf der Pole Position mit ja, einer guten Zeit. Michael Carver nach 1 Sekunde und 2 Zehntel langsamer. Auf der 2 daneben Ferrari mit Luciano Zamrotti. Auf der 3 daneben Djokov vom Zozo-Team. Warum heißt das Team eigentlich Zozo? Da ist mir irgendwie nichts eingefallen, weil es ist halt Zozo-Team. Dann haben wir auf der, was ist das jetzt, 1, 2, 3, 4, auf der 5. Pack Sota, Jim Nowdowski auf Platz 6, also auch mal direkt mal guter Platz für ihn, könnten Punkte dringend sein, der 2. Ferrari dann auf der 7, Boni auf der 8, Casey auf der 9, Jack Schulz, der Lokalmatador, wie schon gesagt, auf dem 10. Platz, da könnten auch Punkte drin sein, auf jeden Fall. Auf 11 und 12 Acevedo und Martin Nora in der Startreihe 7, dann Hörlefsson und Soota. Auf der 8 Mellixen und Bracegirdle, Startreihe 9 Alexandis und Ashford. Dann auf der 10. Reihe Berger Collins, Reihe 11 Brandstein und Hamaki. Und dann ganz hinten Farinaris Khan, Quartero und Rebulak. Und kann es sein, dass sich unser Teamkollege nicht qualifiziert hat? Samuel Casey. Das ist ganz schwach, Samuel. Das ist eine ganz schwache Leistung, die du hier abgezogen hast. Wer ist noch nicht dabei? Ich glaube, das könnte vielleicht... Wenn ich es richtig jetzt gesehen habe, dann... Nee, doch, Michael Kavanagh ist dabei. Wer ist denn dann doch nicht dabei? Adnan Berker, glaube ich. Habe ich Adnan Berker vorgelesen? Geht gleich los mit dem Rennen. Ich muss jetzt nochmal... Doch, Adnan Berker. Dann, oder war es vielleicht... Said Barada hat sich doch nicht qualifiziert. Vielleicht sollte ich mir vorher wirklich nochmal die Zeiten angucken, dass ich sehe, wenn nicht qualifiziert ist. Aber es ist wirklich... Said Barada und Samuel Casey, zu schlecht, haben sich nicht qualifiziert. Das ist natürlich bitter für das LPR-Team, weil da wichtige Konstrukteurspunkte fehlen, wenn Casey nicht dabei ist, unser Teamkollege. Das heißt, wir müssen jetzt ja alles alleine rausfahren und ja, wie war das jetzt? Said Barada auch nicht dabei. Na gut, okay. Das ist für euch die Startaufstellung und jetzt geht's ins Rennen. Viel Spaß! Das ist die Startaufstellung. Hier stehen sie alle. Moment, wie konnte ich das jetzt? Achso. Runter machen. Ich hätte erstmal bloß 1. Danke. So. Und da muss es doch eigentlich schon gleich losgehen. Ich gehe mal in unsere Onboard-Perspektive, dass wir nichts verpassen. Rechts neben uns Kavanagh. Und wenn die Ampel grün ist. Oh, das ist gar nicht unser. Das ist. Ja, jetzt sind wir bei unserem. Und wir können direkt einen Hammerstart hinlegen. Direkt mal keine durchdrehenden Reifen. Djokov hat es Kavanagh überholt. Nowdowski auch vorbei. Hier kommt der Start in der Wiederholung. Das war ein guter Start. So gut starten wir selten. Er hat doch schon ein bisschen durchdrehende Räder, aber nicht so extrem wie sonst, wo uns dann andere noch überholen. Nee, hier sind wir gut weggekommen. Haben schon einen kleinen Vorsprung. Und da hinten wird dann Kavanagh überholt. Oder gab es einen kleinen, oder? Gab es da einen Crash im Hintergrund? Nö, sind glaube ich alle soweit heile durchgekommen. Kleine Stauung gibt es natürlich immer nach dem Start. Aber sonst alles in Ordnung. So, es sind 15 Runden. Doch, okay, das ist heftig. Muss ich vielleicht dann bei der nächsten Saison doch nochmal mit den Gesamtrunden ein bisschen runter editieren, wenn das geht. Bei 15 Runden, das geht auf so einem kurzen Kurs wie Neuseeland, geht das, aber in Bathurst, wo man 1,47 fährt, da ist das heftig, da ist man ja schon fast
20 Minuten hier am Start mit dem Rennen. Also wenn es ein bisschen länger dauert, dann jetzt schon sorry an der Stelle. So, jetzt ist aber hinter uns Djerkov, der nähert sich an. Wir können ihn im Moment in der ersten Runde nicht abhängen. Jetzt will er auch noch hier überholen. Hat so ein bisschen rausgelugt, aber hier oben bei den Asses ist das natürlich eine schwere Sache, da einfach mal so vorbeizuziehen. Das kann man machen, wenn man Skill hat, wenn man die Eier hat, wenn man die Balls of Steel hat. Aber nicht einfach so, wenn man jetzt mal so ein bisschen einfach mal in Führung gehen will. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Abstand rausgefahren. Alexander Djerkov, Najdorski, Sota und Kavanagh, die Top 5. Bonet, Rogowski, Schulz, Zambrotti, Martin Nora, das ist die aktuellen Positionen nach dem Start. Ich gehe jetzt oben mal durch, damit wir gucken können. Uramaki wurde gerade überholt und ganz hinten Uday Khan. 2 Sekunden jetzt schon auf Najdorski. Eine schnelle Runde, 1,65 ist natürlich Unsinn, 1,56, 4,74. Das ist ja langsam, 1 Sekunde, nee Quatsch, sogar 10 Sekunden langsamer als die Quali-Zeit ungefähr. Was ist denn da los? Das liegt doch nicht ganz allein am Start, hä? Uiuiui. Ah, angeeckt und noch gerade noch so den Dreher verhindert. Schon der erste Fahrfehler von uns. Ja, das ist so der Djerkov-Druck. Jetzt ist er rechts im Rückspiegel, seht ihr es gerade links. Können wir uns hier nicht so durchsetzen. Können den Vorsprung, diese gute Quali-Zeit, diese 1,1 Sekunden schneller, können wir hier im Moment nicht umsetzen. Jetzt ist Djerkov fast schon in Angriffsposition. Muss ich extra, jetzt will er rechts vorbei, aber da muss ich die Verteidigungslinie fahren. Wie sagt man, die Kampflinie sozusagen. Bin schon wieder angeeckt. In diesen Asses, da können wir ja so ein bisschen Abstand reinbringen. Ihr seht das natürlich im Rückspiegel. Auf den Langgeraden, unser Setup ist eher für die Kurven wäre da geeignet. Auf den Langgeraden, wie gesagt, sind wir ein bisschen langsamer und das kostet natürlich auch Zeit. Das sind die Momente, wo Djerkov hier da bei 301, da droht gleich das Überholmanöver von Najdorski. Und es hat funktioniert. Wir gucken uns das nochmal in der Wiederholung an, das Überholmanöver von Najdorski. Das nehme ich mal kurz zum Anlass, was zu trinken. So, hier kommt's, Najdorski. Und da ist er vor den Asses vorbei. Ui, 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 jetzt hatte ich natürlich eine ungünstige Situation für das Replay gehabt, die Kurve. Und jetzt sind wir an der ersten Ausritt. Jetzt natürlich die Möglichkeit für die folgenden, und da haben wir die Führung verloren. Kommt zurück auf den 8. Platz. Jetzt will auch noch... Wer ist denn das jetzt? Schulz hat jetzt überholt. Da feiern die Fans natürlich, aber wir konnten direkt wieder kontern. Die Blöße lassen wir uns nicht geben, dass wir uns hier vom lokalen Matador überholen lassen. Jetzt ist natürlich die blöde Situation. Wir müssen ein bisschen jetzt hier in den Kampf eingreifen, Auto zu überholen, wenn wir zurück an die Spitze wollen. Und wir haben ja dafür 15 Runden Zeit. Jetzt finde ich es nicht so blöd, dass das Rennen so lange ist, wenn ich ehrlich sein soll. Irgendwann hat das Setup hier nicht genommen, aber uiuiuiui, dreifach Überholung, oder? Eieiei. Oh, Unfall. Dreher. Und da können jetzt noch mehr vorbei, ist es nicht zu fassen. Replay muss kommen. Da waren drei, beide Ferrari ziehen da gerade raus. Das war eine Aktion mit Bonet und Zambrotti. Zu dritt in diesen Abschnitt, das ist extrem mutig. Aber hier haben die sich auch gegenseitig so ein bisschen ausgebremst. Hier kommt jetzt die Szene, ich ziehe dort raus und jetzt zieht er auch raus, fährt vor uns raus. Ich drücke jetzt hier ein bisschen zurück, verbremse mir dann der Crash mit dem Ferrari. Hat er Schaden genommen? Nein, bloß gut. Aber wir haben jetzt Plätze verloren. Jetzt, oh, da ist rechts neben uns einer. Wenn ich jetzt mit dem gecrashed wäre, dann wäre es wahrscheinlich endgültig ausgewesen. Jetzt fahren wir hinterher im Windschatten. Das ist natürlich auch in solchen kurvenreichen Stellen gefährlich. Aber jetzt können wir mal gucken, ob wir in diesen Asses mal ein paar Überholmanöver hinkriegen.
Kann man hier rausziehen? Oh, ja, ja, da trägt uns weit raus, aber wir haben einen überholt. Replay, natürlich. Hier fährt die Autobahn, die Eisenbahn. Angeführt von... Angeführt von Rawowski oder Soda oder Kavanagh. Fahren hier oben lang und jetzt kommt eigentlich das Überholmanöver gegen Martinocher. Achtung, hier kommt's. Ziehen direkt hier früh rechts, links raus und dann können wir hier hart und spät bremsen. Sind doch nicht mal dort an der Wand angeeckt und konnten dann schön vorbeifahren. So läuft das. Ja, die gleiche Möglichkeit. Muss ich mal die Perspektive wechseln, dass wir nicht crashen. Jawohl. Und Gunnar Acevedo genauso überholt und jetzt kommt die lange Gerade. Da müssen wir natürlich Windschattenduelle möglichst vermeiden. Der zieht schon dort rein, der Jack Schulz. Will mir immer im Windschatten fahren. Kommst ja nicht vorbei. Wie gesagt, in meiner Edition darf man ja so oft die Linie wechseln, wie man will. Da gibt es keine Beschränkungen. Uiuiui, ich bin wieder zu spät gebremst. Aber das hat noch gepasst, gerade so. Ich muss ja zwingend an dem Feld dranbleiben. 1,43, 0,89. Das sind keine Quali-Zeiten, die waren deutlich schneller. In den Kurven kann ich mal so ein bisschen einholen, ihr seht das. Und jetzt Zambrotti 0,8 Zehntel, kann jetzt den Berg hoch ein bisschen mehr Gas geben, hat das bessere Setup für den Berg. Oh, aufpassen, hier vorne gibt es schon gleich einen Crash. Nein. Bonnet passt dort auf und lässt ihn vorbei, ohne sich zu wehren. Jetzt hat es durch den Windschatten dort ein bisschen rausgetragen. Da war plötzlich der Grip weg. Jetzt ist natürlich Schulz wieder hinter uns, der nervt ein bisschen. Vergiss es, du kommst ja nicht vorbei. Ich muss sagen, so macht das gerade mehr Spaß, als immer nur als Führender mit Abstand vorne herzufahren. Vorne das Doppelteam. Jetzt die Chance. Und da sind wir an Bonnet vorbei. Sehr schön. Ja, das ist eine gute Überholmöglichkeit eigentlich. Kommt natürlich auch nochmal im Replay. Wie wir ihn überholt haben. Louis Bonnet vom Enceladus Team. Nee, Quatsch. Was? Louis Bonnet? Doch, ja. Nee, Quatsch. Doch, Enceladus Team. In Kanada. So, hier kommt's. Schön raus und dann hart angebremst. Leichter Bremsqualm durch die minimal blockierenden Reifen und dann sind wir hier auch schon vorbei. So, jetzt haben wir den guten Zambrotti, den werden wir wahrscheinlich nicht, obwohl ein bisschen Windschatten kann man kriegen, aber da regelt jetzt der sechste Gang ab. So, jetzt hier vorbei in der Rechtskurve, das kann bloß schief gehen und daher ziehe ich da lieber ein bisschen zurück. So, aktuell führender ist Jerkov. Oh nein, jetzt war ich unaufmerksam. Jetzt ist Bonnet wieder vorbei. Oh, wo ist er denn jetzt? Haben wir ihn abgedrängt? Ne, da fährt er noch. Jetzt müssen wir wieder blockieren. Ist natürlich immer eine doofe Situation, dieses Blockieren. Aber damit müssen die Leute hier leben. Das ist hier nicht so Weichei wie in der Formel 1, wo man bloß ein-, zweimal die Linie wechseln darf. Nein, hier geht's richtig hart zur Sache. Da wird auch mal abgedrängt und rausgecrashed. Na gut, rausgecrashen nicht so, aber... Oh, schon wieder angeeckt hier. Die Reifen, sind die schon tot oder was? Der Grip ist weg. Und das kostet natürlich jetzt wieder Zeit. Im Quali war das Setup irgendwie besser, muss ich ehrlich sagen. Wer weiß, ob das Spiel da noch irgendeinen Unterschied macht zwischen Rennen und Quali. Es gibt ja verschiedene Einstellungen bei Grand Prix 2 Edit, aber die sollten eigentlich alle identisch sein. Beziehungsweise lasse ich jetzt einfach so, ich will das nicht mitten in der Saison ändern, das wäre doof. So, jetzt hat auch noch Kavanagh die Führung übernommen.
vom Paptor-Team. Hat jetzt Djokov überholt. Wo passierte das? Ach, auf der Conrad Straight. Wo denn sonst? Hier kommt's. Für euch die Wiederholung. Und dahinter ist dann sogar noch ein Fiesent-Fahrzeug. Es müsste Jim Landowski sein. Aber Achtung, hier kommt's. Jetzt geht er raus. Vor der Chase-Schikane. Und da ist er vorbei. Schön gemacht. Dahinter Jim Landowski, Opak Sota, Igor Rawowski und dann eine Weile nix. Bis dann Zamrotti kommt. Tja, es könnte natürlich auch sein, je nachdem, wer hier in die Punkte fährt und wer gewinnt, wenn das jetzt so weitergeht, dass wir hier auf dem 7. Platz hängen bleiben, kann das natürlich sein, dass wir unsere Führung verlieren in der WM, aber nach 2 Rennen macht das eigentlich noch nichts. Aber wie gesagt, es wäre möglich, dass das passiert. Oder vorne gelbe Flaggen, sah das nur so aus, nee, war bloß eine optische Täuschung. Hat kurz den Eindruck gemacht, als hätten dort oben vorne gelbe Flaggen gewunken und Brandstein an der Box. Was hat er für ein Problem? Vorne Frontspoiler kaputt. Wir wissen jetzt nicht, bei was das passiert ist. Macht wahrscheinlich auch keinen Sinn, nochmal das Replay zu starten. Nee, lasse ich jetzt nicht. Das muss wahrscheinlich irgendwo passiert sein, wer weiß. Oh, hier muss man mehrere Dinge gleichzeitig machen. Oben, oben die Anzeige editieren, bremsen, lenken, Gas geben. Wahnsinn. Ich habe echten Respekt an die Leute, die das ohne Fahrhilfe spielen, dann noch mit Kupplung und Schalten. Ich glaube, da wäre ich schon. Da hätte ich wahrscheinlich nach 5 Metern keinen Bock mehr gehabt. Das heißt natürlich, dass Brandstein jetzt auf dem letzten Platz ist. Im Moment, so, jetzt sind wir wieder ein Stück an Zamrotti rangekommen. 5 Zettel schneller jetzt diese Runde aktuell. Der 6. Gang, der hat ein bisschen, ne, jetzt geht's noch aufwärts. Aber bei Windschattenduellen, das hatten wir eben gesehen, ist der dann am Limit schon. Uiuiuiui, da ist es wieder passiert. Wieder mal fast abgeflogen. Dabei habe ich eigentlich nach rechts gelenkt, aber das Auto hat gar nichts gemacht. Das war so eine kuriose Situation. So, erstmal schnellste Runde von uns. Dass die Gegner sehen, dass wir jetzt langsam aufwachen. Jetzt muss ich diese Szene nochmal angucken. Ich habe dort definitiv nach rechts gelenkt, aber es ist nichts passiert. Boah. Sieht man das in irgendwie aus der. Da wird Schulz gerade überholt von Bonnet. Sieht man das irgendwie aus der Schulz-Perspektive, diesen Staub und diese Szene? Gleich mal gucken, ob das irgendwie spektakulär aussieht. Wahrscheinlich aber eher nicht. Gut, man sieht bloß hier den Qualm und den Dreck, aber naja, nee. Da war der gute Schulz schon zu weit weg. Aber wie gesagt, ich sag das so, wie es ist. Ich habe dort nach rechts gelenkt, dass der halt dort runterfährt und es ist nichts passiert. Ist doch komisch, oder? Vielleicht ist es irgendwie die Physik-Engine von dem Spiel. So, jetzt sind wir wieder an Zamrotti dran. Und Kahn an der Box. Was hat der? Müssen wir natürlich auch gucken. Dass wir ja nichts verpassen. Elektronikprobleme. Das heißt, er dürfte dann jetzt wieder den letzten Platz erben. Obwohl Brandstein ist schon relativ weit weg. Müssen wir gucken. Also schon zweimal Box im Rennen. Einmal wegen Frontspoiler kaputt. Frontflügel kaputt. Und jetzt mit Elektronikproblemen. Uday Khan an der Box. Der gute Uday. Aus Kasachstan, das ist auch nicht leicht. Nee, doch, Quatsch. So, Zamrotti, jetzt bist du aber gleich mal fällig. Hoffe ich doch. 6. ist so mein Mindestziel.
dass ich natürlich als Nicht-Ferrari-Fan vor einem Ferrari ins Ziel kommen muss, zwingend, ist natürlich selbstverständlich. Ich glaube, auf den zweiten Ferrari... Ui, da sind wir ein Stück gerutscht. Was hat... Ah, Berührung. Aber es hat gereicht. Wir sind wieder ein Sechster. Ob wir jetzt den anderen Ferrari noch einholen? Jerkov führt jetzt wieder. Karowski auf der 5. Jetzt bin ich im Ferrari Sandwich. Da ist die Frage, ist das nicht noch schlimmer? Aber wie gesagt, dass, wenn beide Ferraris besser ins Ziel kommen als ich, das wäre schon eine Schmach. So, hier kommt erstmal das Überholmanöver. Gleich mit Anecken, da sind wir reingerutscht. Hat uns die Wand sozusagen den Dreher verhindert. Hier gab es die Berührung, haben wir ihn leicht zur Seite geschubst, aber es ist ja legal hier, solange man es nicht übertreibt. Schaut da die, drückt da die Rennleitung auch mal ein kleines Auge zu. Der Bernie Ecclestone, da ist er ganz lässig drauf, weil Action steht im Vordergrund. Wer halt irgendwelchen Bestrafungswahn haben will, muss halt echte Formel 1 gucken, sag ich mal. Jetzt müssen wir gucken, dass wir uns von Zamrotti absetzen und nach vorne schauen zu Rawowski. Vielleicht kriegen wir hier auch noch das Halbzeit des Rennens jetzt. Rawowski 2,5 Sekunden vor uns. Oder vorne Überholmanöver. Nicht, dass das schief geht. Jetzt sind wir ein Stück zu weit rausgekommen, aber... Das ist natürlich gut für uns, wenn die sich dort oben, dort hinten, vorne, gegenseitig versuchen zu überholen und zu blockieren. Kostet die das Zeit und wir können ein bisschen aufholen. Da bin ich jetzt nicht böse drüber. Vielleicht kommt es ja sogar nochmal zu einem Crash oder sowas. Oh, jetzt sind wir aber an der Gruppe dran hier. Zu weit rausgekommen. Jetzt sind wir an der Gruppe dran. Jetzt ist die Chance. Oh, wieder mit Anecken hier, Mensch. Oh, das müsste reichen. Da ist man an Rawowski vorbei. Können wir vielleicht jetzt noch den guten Sota schnappen im Windschatten? Ui, nein! Da ist es passiert. Abflug. Und oben stand Martin Nocher. Ist draußen. Uiuiuiui, ui, 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 da musste Zambotti ausweichen. Jetzt muss ich erstmal gucken, was da mit dem Ausgefallenen passiert ist, bevor wir zu unserem Crash kommen. Wer war denn das jetzt? Hier vorne ist der Motor explodiert beim Seat. Und hier kommt nochmal unser Crash. Da sind wir, Packes Rutter auf dem Reifen gefahren und fliegen brutalst ab. Und Zambotti muss da hörlich aufpassen. Da hätte es fast noch gecrashed. Ach, das ist natürlich wieder und jetzt ist da noch Bonnet draufgefahren. Bonnet draufgefahren. Und wir haben jetzt natürlich unseren sechsten Platz eingebüßt. Dramatische Wendung hier plötzlich. Bonnet-Szene muss natürlich angeguckt werden. Das ist natürlich kritisch hinter dem Hügel. Das kann er nicht mehr rechtzeitig sehen. Und bäm. Na gut, er hätte es natürlich trotzdem rechtzeitig sehen können. Aber... Crash hier, Bonnet fährt hinten drauf. Eieiei, da muss er an die Box kommen. Das Ganze nochmal aus der Jack-Schulz-Perspektive. Ausweichen, bam, da fliegen die Wrackteile. Er kann noch ausweichen. Aber Bonnet muss an die Box. Unfassbar. Tja, das F4-Material, das hält zwar solche Abflüge von uns aus, aber nicht, wenn einer hinten drauf fährt, dann ist der Front-Spoiler oder Front-Flügel, wie man es nennt, auch mal ganz schnell runter. So, wir haben jetzt wieder den siebten Platz. Müssen uns wieder schön neu rankämpfen an Zamrotti. Es geht nochmal von vorne los, wie man so schön sagt. Aber immerhin gab es jetzt mal einen schönen Crash. Bonnet kommt jetzt an die Box und lässt sich seinen Flügel reparieren. Tja, wir haben noch 9 von 15 Runden. Quatsch, andersrum. Wir sind in Runde 9 von 15. Also noch, wie ist das, 6 Runden noch? Da ist noch was drin hier. Vielleicht kommen wir an Zambotti nochmal vorbei. Jetzt sind wir auf jeden Fall wieder ein bisschen näher rangekommen. Da hat sich natürlich auch gedacht, ach Mensch, jetzt crasht er hier einfach raus. Aber nein, alles heile geblieben. Brandstein an der Box. Ja,
hat Elektronikprobleme, schon der zweite mit Elektronikproblemen hier in Australien. Und die Aufnahme geht schon 44 Minuten knapp. Nicht, dass es hier noch ein Stundenvideo wird. Na gut, aber es ist ja sicher interessant für euch, wenn es hier mal so Action gibt. Und ein langes Video, das Neuseeland-Rennen war ja eher kurz. Ich würde nochmal in Norma gehen, fix einkaufen. Ich hatte bis 20 Uhr auf, jetzt ist es 6:30, müsste ich also ausgehen, hoffe ich. Und das Ganze wieder mit Shotcut gerendert, das Video. Mache ich jetzt nicht mehr mit Mega und wie Software alles heißt, das Grand Prix 2 Video. Mache ich mit Shotcut wegen dem Intro, weil ich einen Shotcut vorbereitet habe. Da kann ich das einfach einfügen, dann ab dafür. Ich hoffe, euch gefällt das Intro. Ist etwas kürzer als das aus der letzten Saison. Aber es macht ja nichts, ist wahrscheinlich gerade sinnvoller. Eigentlich mag ich ja ohne euch schnellste Runde 1:50, 7, 9. Oh, da drohte eine Berührung, aber Zamrotti hat da gerade nochmal zurückgezogen. Eigentlich bin ich ja kein Freund von Intro-Videos, aber ich finde mal bei so einem Grand Prix 2 Autorennen, da ist ein Intro-Video legitim in meinen Augen. So, hier kommt das Manöver. Das kam jetzt so ein bisschen überraschend. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich ihn jetzt hier überholen kann. Aber wenn es die Möglichkeit ergibt, dann zack. Er fährt ein Stück rechts rüber, bremst. Dadurch kann die Kollision verhindert werden und wir haben den 6. Platz jetzt wieder zurückerobert. Sieg rechne ich ehrlich gesagt nicht mehr mit. Vielleicht einen 5. oder 4. Platz noch oder vielleicht ganz knapp einen 3. Platz auf dem Podium. Aber wie gesagt, Punkte sind Pflicht, auch zu Saisonbeginn. Wenn ihr vielleicht so ein 6. Platz nicht ganz so schwer wiegt. Aber wenigstens ein paar Punkte sollten schon sein. Wobei ich ehrlich gesagt keinen Zweifel dran habe, dass wir auch dieses Jahr die WM gewinnen werden. Aber Punkten ist wichtig. Das ist auch in der bei echten Autorennen so. Punkte müssen zwingend. Sein. Jetzt sind wir wieder weit rausgezogen aus The Dipper, wie diese schöne Kurve heißt. So 300 geht's jetzt Convert Straight hinab auf The Chase. Ich glaube, das ging früher mal dort komplett gerade. Da gab es diese Schikane hier noch nicht. Das ist bestimmt auch spektakulär, wenn man dann die ganze Gerade runterheizt, bis jetzt hier diese Linkskurve Murray's Corner. Und wir sind jetzt wieder dran, vorne an der Gruppe. Ach, ich muss mal GP2Lab wieder anschalten. Gucken wir uns mal an, wie es aktuell aussieht. Weil das sind auf der 12. Kriegt einmal die letzten Punkte. Westgirdle, Farinaris, Collins, Revolok und ganz hinten Martinora ausgeschieden. Nee, Quatsch, das zählt ja nicht. Dann ist ganz hinten jetzt Brandstein. Und jetzt haben wir die Überholmöglichkeit gegen Rawowski. Aber ich ziehe lieber nochmal zurück. Noch ein Crash können wir uns hier nicht erlauben. Mal gucken, ob ich ihn wieder bei The Dipper oder den Esses überhole. Ich fahre jetzt erstmal hinterher. Dann gehe ich auf Nummer sicher. Während ich oben links immer mal die Positionen runterdrücke. Die Frage ist auch, interessiert euch das überhaupt oben links mit den Positionen, wenn ich da immer mal so durchgehe? Oder ist euch das vollkommen Wurst? Jetzt die Möglichkeit. Und da sind wir vorbei gegen Rawowski. Jetzt haben wir vor uns Sota. Habt ihr eigentlich einen Lieblingsfahrer? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendeinen Lieblingsfahrer habt, den ihr besonders unterstützt hier in meiner Edition. Würde mich mal interessieren, ob es da was gibt in der Richtung. Obwohl 4 Sekunden Rückstand zum ersten. Nicht, dass wir doch noch aus Versehen gewinnen. Der ist ja schon dort hinten, ne? Jetzt können wir erstmal Sota überholen. In Hellcorner. Ja, es war fast zu spät gebremst.
So, jetzt haben wir Cover nach vor uns. Der fährt links rüber. Mache ich auch mal, das ist die saubere Seite, hat den meisten Grip. Ah, ich bleib auch mal hier dahinter. Ich will es jetzt nicht über das Bein brechen, jetzt in den vierten Platz zu verlieren oder die Chance auf den dritten Platz zu verlieren. Wir haben ja noch ein paar Runden. Da bleibe ich mal auf der sicheren Seite und fahre ein Stück hinterher. Ich denke mal, in Esses gibt es eh eine Möglichkeit. Oh, jetzt ist natürlich Sota wieder hinten dran, findet aber keine Möglichkeit zu überholen. Kann er jetzt mal ein bisschen bei mir lernen hier, wie ich einfach gleich an Kavanagh in den Esses oder in den Dipper vorbeiziehe. Und ich glaube, das jetzt auch sowas mit Ansage, dann zu vermasseln, das wäre peinlich. Bisschen gerutscht. Ui, da haben wir ihn auch noch ins Ausgeschickt, den Kavanagh. Ui, ja, ja, das tut mir leid. Sah sogar noch aus, als hätte es dort hinten einen Crash mit dem Ferrari gegeben von Rawowski. Gibt es natürlich auch hier in der Replay Szene gezeigt. Da können wir ein Stück ins Rutschen mit blockierenden Reifen. Ja gut, er hätte auch locker auf der Straße Platz gehabt noch. Hätte gar nicht ins Ausfahren müssen. Grabowski kann da gerade noch bremsen und wir haben jetzt den dritten Platz inne. Das ist das Podium. Jetzt haben wir noch Najdowski und Djokov vor uns. Ob wir das noch hinkriegen, die zu überholen? Das wäre der Wahnsinn. Die Rückkehr nach dem Crash, Plätze verloren, auf den 11. Platz zurückgefallen und dann nach und nach wieder alle überholt. Ist spannender, ohne Frage, muss ich ehrlich zugeben, als, wie ich es vorhin gesagt habe, als Führender vorne weg zu fahren mit 10 Sekunden Vorsprung. So, Najdowski und Djokov. Hier gehen wir in die Perspektive, sehen wir sie fahren. Muss ich auch wieder mal in meine gehen, sonst vermassle ich ja die Kurve anzubremsen. Wenn ich das jetzt wieder so mache, ich warte bis die S ist und ziehe dann vorbei, dann habe ich in der letzten Runde, müsste ich dann vorne sein, theoretisch, wenn das in jeder Runde klappt. Vorausgesetzt natürlich. Oh, ich will nicht überholen, es reizt natürlich, jetzt hier den zweiten Platz reinzufahren. Aber wie ich es gesagt habe, ich möchte auf Nummer sicher gehen und wirklich dort überholen, wo ich weiß, dort klappt's. Und das ist halt dort hinten in den SS, wo halt schon mehrfach Leute überholt haben. Das ist eine gute Überholmöglichkeit. Ob das im RL auch so ist, bei den V8 Supercars jetzt die Chance. Oh. Jetzt muss es passieren. Jetzt wieder links rausfahren. Wieder mit Anecken an der Wand. Jetzt die Kurve eng nehmen. Jetzt ist er noch daneben, aber er bremst. Ab und zweiter Platz. Und jetzt nur Djokov vor uns. Auch diese Szene kommt im Replay. Das ist ja spannendes Racing hier. Jetzt hier wieder raus mit Anecken an der Wand. Wäre sogar fast fehlgeschlagen, das Manöver, nur weil eben hier so ganz knapp vor den Bug fahren, musste er abbremsen. Und wir kommen vorbei. So, Djokov, jetzt würde ich sagen, jetzt bist du fällig. Es sind noch zwei Runden und der Rest von dieser. Das muss doch eigentlich klappen, oder? Drückt mir die Daumen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Abstand wird jetzt wieder kleiner in solchen Kurven, weil ich schneller durch die Kurven fahren kann als er. Und jetzt sind wir schon dran. Einfach mal so nach zwei Kurven. Jetzt ist die Chance zu überholen. Kann natürlich sein, dass es misslingt, weil er schneller ist. Insgesamt auf der Kurve side by side geht es jetzt hier hoch. Jetzt die Chance. Und ja, es hat funktioniert. Wunderschön. Mal an dieser Stelle überholt. Jetzt können wir direkt kontern, gibt's aber nicht. Natürlich auch das als Replay. Es geht side by side hier Mountain Straight hoch zum Quarry und dann sind wir hier vorbei. Unfassbar. Die Führung übernommen in der vorletzten Runde, nachdem wir auf den 11. Platz zurückgefallen sind. Vorhin habe ich mir noch beschwert, dass 15 Runden, das könnte viel sein. Jetzt bin ich froh drüber.
Jetzt müssen wir die Crew nur noch hinter uns halten, das Tor zu ziehen. Da will Djokov will schon wieder sich breit machen im Rückspiegel. Aber die Frage ist, hat er die Eier hier in den Aces zu überholen? Da müssen wir jetzt blocken. Und jetzt können wir uns ein Stück absetzen. Wiadowski auf der 3, das wäre ein Podium. Oh. Was war denn das? Jetzt habe ich so im Replay geguckt. Mach keinen Scheiß. Jetzt habe ich so im Replay geguckt, dass ich hier aufs Gras gefahren bin. Jetzt habe ich hier total diese Forest Elbow, diesen Knick vermasselt. Ach, ich bin auch ein Hirni. Ihr könnt ruhig lachen darüber. So, hier gab es noch fast den Crash mit Djokov, aber ich denke mal. Oh, jetzt ist er noch wieder Quatsch mit Nadowski. Uiuiui, Berührung. Den muss ich jetzt zeitnah überholen, hier an der Stelle. Geht nicht anders. Wenn ich Djokov wieder zurück überholen will, muss ich jetzt nochmal Gas geben. Das war dumm, das war richtig dumm. Das, sowas darf nicht passieren. Perspektive gewechselt, auf anderem Fahrer gewesen. Und dann die Kurve übersehen. Das Auto macht sich selbstständig und zack. So, jetzt wird es doch mal spannend. Die letzte Runde. Können wir nochmal Djokov überholen vielleicht, wenn er auf der Conrad Straight ist. Ist meiner Meinung nach alles aus, aber jetzt sind wir nochmal dran. Das wird ein Stundenvideo, sage ich euch. Knapp 55 Minuten Aufnahmezeit jetzt schon, aber es ist egal. Jetzt geht's in die letzte Runde, die letzten Meter. Können wir Djokov noch überholen und damit den Sieg holen oder wird er gewinnen? Spannende Frage. Jetzt geht's in die SS. Das ist jetzt die einzige Möglichkeit nochmal hier zuzuschlagen. Direkt hier an der Stelle. Oh, das klappt. Oh, Berührung. Aber wir sind vorbei. Er hat fast noch gecrashed. Ich muss mich erstmal sicher hier durch die Kurven buxieren. Jetzt kann ich das Replay anschalten auf der Geraden. Hier kommt das Manöver, das entscheidende Manöver, welches hoffentlich zum Sieg noch führen wird. In den Aces. Zack, Berührung, da haut's ihn in die Wand. Berührung uns schön gegenseitig. Er muss natürlich bremsen, ein bisschen hin und her. Lackaustausch. Und dann konnten wir uns dann doch durchsetzen. Boah, was für ein Rennen. Gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr es auch so spannend fandet. So, jetzt bin ich auf der Geraden. Jetzt kann ich mal in die Perspektive gehen. Jetzt kommt gleich die... Oh, halt, stopp. Hier will ich hin. Nicht, dass wieder sowas passiert. Das wäre nochmal peinlich, wenn das nochmal passiert. So, jetzt fahre ich extra vorsichtig. Und hier kommt der Sieg in Bathurst. Das Premierenrennen gewonnen. Sehr schön. Jawohl. Fans jubeln. Djokov Zweiter. Nadowski in einem guten dritten Platz. Eine Überraschung. Muss ich mal so sagen. Komplettiert das Podium. Srota und Rawowski dann auf 4 und 5. Kavanagh zum Roddy Schulz. Oh, da gab... Was ist denn da passiert? Sind wir zu irgendwann draufgefahren? Jetzt haben wir ein paar Srota noch draufgefahren. Oh, das tut mir aber leid. Reparaturrechnung bitte an mich schicken. Und die restlichen Platzierungen sehen wir dann, wenn das Rennen zu Ende ist. Tja, beide Ferrari... beide Ferrari natürlich hinter uns gelassen. Das ist das bestmögliche Ergebnis, was wir haben können, weil unser Teamkollege hat sich ja leider nicht qualifiziert. Da ist ein Sieg schon das Beste. Ferrari kriegt aber auch ordentlich Punkte. So, und ist das Rennen jetzt hier zu Ende? Dann kommt die Meldung. Rennen vorüber. Oh, ich bin ja drauf gefahren. Jetzt in der Outlap, in der Ehrenrunde jetzt noch zu crashen, das wäre noch dümmer. Die spannende Frage ist, kann man in der Outlap eine schnelle Runde fahren, während die warten, dass alle ins Ziel kommen? Ich glaube, das geht. Hatte ich, glaube ich, schon mal gemacht.
Da muss man aber erstmal mehr, da muss man aber wirklich schon Gas geben. Jetzt Rennen vorüber. Glückwunsch, Majdowski, hast du gut gemacht. Dritter Platz. Und wir haben gewonnen. Mit einem schon knappen Vorsprung. Durchschnittsgeschwindigkeit, da sieht man es immer deutlich, wie eng das eigentlich war. Puh. Also, wir haben den 10. Platz. Acevedo da dann aus Island, Hörlufsson auf der 11, kriegt 2 Punkte und der letzte Punkt geht an Rufen Mellixen. Dann haben wir Soota, Ashford, Berker, Collins, Cotero, Farinaris. Da muss ich gerade gähnen, sorry. Louis Bonnier auf der 19, die beiden Fords auf 20 und 21, das ist schon enttäuschend. Dann Rerulak auf der 22 und dann ganz hinten Alexandidis. Oh, Martin Nora noch mit Motor. Ah, stimmt, war ja Motor schon. Ulay Kahn, Brandstein und dann ausgeschieden Martin Nora. Ja, Fahrerpunkte seht ihr hier. Hier ist natürlich wieder unvollständig. Konstrukteurspunkte. Hat Ferrari ordentlich abgegriffen durch die gute Platzierung der Fahrer. Ist natürlich für das Ferrari-Team an sich inakzeptabel, nur 5. und 7. zu werden, aber es gab ordentlich Punkte in der Konstrukteurswertung. Da sieht es jetzt wie folgt aus. Wir führen mit 46 Punkten, dann das GNR-Team mit 24 Punkten, dann Ferrari mit 18 Punkten, Zozo und Taurus gleich auf mit 16 Punkten, Racing Kebab No 4 mit 15 Punkten, dann Fiesen, Grand Prix 2, Ford, Pub Tour, Links, Wikinger und Enceladus. In der Fahrermeisterschaft bedeutet das, wir liegen mit 40 Punkten vorne, sind 2 Sieger. Park Soto auf der 2, Djurkov 3., dann Barada, Mellixen, Najdowski, Kahn, Rawowski, KG, Bracegirdle, Kavanagh, Acevedo, Zamrotti, Casey, Schulz, Soota, Halfson und Cortero. Also es sind noch, wenn ich das richtig sehe, 10 Fahrer, die noch keine Punkte gemacht haben. Saisonergebnisse gibt's auch noch nicht viel zu sehen. Der zweite Sieg von uns in Folge, sehr gut. Würde ich sagen, die Saison läuft. Hat gut begonnen. So, dann kommt das nächste Hassrennen, aber vorher wird natürlich, als habe ich das gar nicht mit Q benannt, dann mache ich ja mal ein R draus für Rennen, sonst schreibe ich immer Q dahinter. So, natürlich wieder dreimal speichern, ich lasse es jetzt bei dreimal, ihr werdet vielleicht schon mit den Augen rollen. Aber das nächste Rennen ist auch so eine Hassstrecke von mir, Indonesien, Sentul, und das sehen wir dann voraussichtlich in 2 Wochen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Gerne auch einen Kommentar. Und dann sage ich an der Stelle, bleibt friedlich, auf Wiedersehen und tschüss. Bis in 2 Wochen aus Indonesien. Bye, bye.